Herzlich willkommen, meine Lieben, zur 35. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Manche sagen, die beste B2B-Talkshow im deutschen Sprachraum, andere behaupten, die einzige. Und wie man sieht, es wird wirklich wieder Zeit, dass die Friseure wieder aufsperren. In Österreich erst im Mai. Nein, das ist gar nicht mein Bart. Ha! Surprise am Beginn der Sendung. Das ist gar nicht mein Bart. Das ist vielmehr ein von mir heute Vormittag frisch erworbener Bund Jungknoblauch. Der schaut unten nur so schwarz aus wegen dem Greenscreen, aber ich versichere euch, der ist knoblauchig, jung und sehr geruchsintensiv. Dementsprechend olfaktorische Spuren hinterlässt er auch gerade in meinem Homeoffice-Büro. Und ja, nachdem es ja im Internet um was geht und wir selbstverständlich nicht feig sind, wenn von euch, meine lieben geschätzten Zuseher, mindestens 3 den Livestream während der Show teilen, dann beiße ich am Ende Vollgas in das Ding rein und die sind richtig scharf. Und wenn 10 von euch den Livestream teilen während der Show, dann werde ich vor laufender Kamera diese ganze Jungknoblauchknolle essen, kauen und schlucken. Ich bin ziemlich geeicht, was Chilis und Knoblauch betrifft, aber es ist durchaus eine Herausforderung. Also, wer mich rot anlaufen sehen will und mir den Sozialkontakt für den heutigen Abend vermiesen, okay, Sozialkontakt ist momentan ohnehin ein bisschen schwierig, aber wer die Frau Dr. Astrid ärgern will, der teilt diese LinkedIn-Live-Show und zwingt mich damit, diesen Knoblauch zu essen. In diesem Sinne nochmals herzlich willkommen zur 35. Ausgabe. Heute wieder ein sehr tolles Programm an virtuellen Veranstaltungen. Speziell eine Veranstaltung steht heute im Zentrum der 35. Sendung. Und zwar die liebe Stefanie Benz, wohnhaft in Mexico City, organisiert das Buch-Marketing-Weekend. Und ja, darüber haben wir uns unterhalten. Einerseits über die Veranstaltung selber und andererseits auch über das Vermarkten von Büchern, natürlich speziell auf LinkedIn. Und ja, mal einblenden. Ihr findet das auf buchmarketing-weekend.com. Da gibt es auch einen Teaser dazu von Stefanie. Mehr wird sie uns dann später hier in der Sendung erzählen. Wichtig für euch zu wissen, Tickets sind kostenlos. Die Veranstaltung findet statt vom 23. bis 27. April, die Online-Veranstaltung. Und es gibt über 20 Speaker aus verschiedenen Themenbereichen, wirklich alles sehr zentriert rund um Autorenthemen. Einmal zum Thema Buchlaunch, da ist Vivienne Dübert dabei, Ira Wundram, Grit Bomhauer. Ein zweiter Themenbereich ist Autorenmarke und Branding. Also wenn ihr so wollt, Personal Branding speziell für Autoren. Verena Voges, Kim Adamek, Ulrike Bager, Rowena Hinzmann und Teresa Esani tragen davor. Dann haben wir natürlich die Autorenseiten. Sehr, sehr wichtiges Thema. Auch dabei hier Anne Häusler, eine Legende der deutschsprachigen Blogging-Szene, sage ich mal. Michaela Linhardt von Google Analytics, Judith Peters, Nico Kuch, Sonja Maar. Stefanie Benz, die Veranstalterin selber, spricht auch zu diesem Thema. Und dann gibt es natürlich für Autoren, inzwischen genauso wichtig wie in jedem anderen Job, Social Media Marketing. Und ja, bei Social Media Marketing bin ich in sehr guter Gesellschaft mit Chris Benecke, Daniel Levitan, Pinterest-Expertin Barbara Riedl, Heike Friedrich, Christina Dietke, Milan Grünewald, Tom Sofko und Jörg Pattis und Christiane Henneken, sie spricht über die DSGVO. Und ja, ich, vollkommen überraschend, werde mich mit Stefanie unterhalten über das Thema LinkedIn, beziehungsweise wie können Autoren LinkedIn nutzen. Und wenn in dieser illustren Runde jemand dabei ist, den ihr noch gerne hören möchtet, dann gibt es auch die Möglichkeit, euren Wunschexperten zu nominieren und dann auch abzustimmen. Also macht ruhig Gebrauch davon. Die Tickets sind unbezahlbar, denke ich, für jeden Autor, für jede Autorin. Die Teilnahme ist kostenlos. Und ja, ich glaube, wenn ihr euch unser Interview heute anhört, dann werdet ihr recht motiviert sein, speziell wenn ihr bereits Bücher geschrieben habt oder wenn ihr euch, so wie ich, schon länger mit dem Gedanken im Kopf herumträgt oder wenn ihr den Gedanken schon länger im Kopf herumträgt, tragt, selbst mal ein Büchlein schreiben zu wollen, entweder
in Zusammenarbeit mit einem Verlag oder im Selbstverlag, dann denke ich, wird man sich hier eine ganze Menge sehr, sehr wertvoller Anregungen holen können. Bevor wir allerdings zum ersten Teil unseres Interviews kommen, haben wir in der 35. Sendung noch unsere beiden beliebten Rubriken Frag den Richie und den Hack der Woche. Zuerst gleich mal zum Hack der Woche. Eine erfreuliche Neuerung kündige ich gleich an, ohne zu spoilern, ein bisschen zu spoilern, für alle Eventveranstalter, ob virtuell oder in Kürze hoffentlich auch bald wieder analog. Facebook-Events, ein Feature, das noch gar nicht so lange verfügbar ist und es wurde nach und nach ausgerollt, war zuerst verfügbar für englischsprachige Profile, mittlerweile ist es, glaube ich, auf allen persönlichen Profilen ausgerollt, funktioniert recht analog, wie man das gewohnt ist, auch von Facebook oder von anderen Social-Media-Event-Formaten, also der Organisator legt ein Event an, kann seine Kontakte einladen, Kontakte können wiederum Kontakte einladen, jada jada. Es gibt derzeit noch keine integrierte Bezahlfunktion, wird vielleicht noch folgen. Und es gab bisher auch nicht die Möglichkeit, als Page, als Company Page einen solchen Event anzulegen. Das heißt, auch bei Firmenveranstaltungen, auch bei großen Veranstaltungen, musste da dann immer jemand herhalten sozusagen oder eine Person gefunden werden, wie Jens Polonski hier schreibt, bei dem ich gestern zuerst vor diesem Update gelesen habe. Also, wie erwähnt, es geht jetzt auch über Firmenseiten, dass funktioniert wenig überraschend über die Administration Tools. Also ich rufe jetzt mal meine eigene Firmenpage hier auf und ihr seht, es gibt da hier diese Admin Tools, eben mit der Möglichkeit Kontakte einzuladen und so weiter und hier mit dem blauen New Button gekennzeichnet Create an Event. Wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich die gleiche Maske wie bei den Events, die man als Privatperson anlegt. Hier also ein quadratisches Avatarbild, ein 4:1, sehr breitformatiges Bild, ein 4:1 Headerbild, Name und so weiter. Und wie ihr das sehen könnt, der Organizer der Veranstaltung ist dann in dem Fall eben auch das Unternehmen. Auch hier die Möglichkeit, Public oder Private Events einzuladen. Da drängt sich natürlich sofort die Frage auf, naja, wie ist denn das dann eigentlich mit den Einladungen? Weil bei den normalen Events kann ja initial erstmal der Event-Administrator, der die Person, die Veranstaltung angelegt hat, einladen. Und Personen, die dann zustimmen oder zusagen, die können selber ihre Kontakte einladen. Pages haben ja keine Kontakte in dem Sinn, sondern nur Follower. Aber bei den Pages ist es dann tatsächlich so, dass jeder Admin seine Kontakte einladen kann, jeder Page-Admin. Ja, wie gesagt, create an event, geschieht dann im Namen der Firma und bearbeitet werden kann das Event dann auch von allen Administratoren und natürlich dann auch in weiterer Folge Personen, die bereits zugesagt haben, können auch selbst wieder ihre Kontakte einladen. Also sicherlich auch ein interessantes Tool, um ja, diese Events eben viral auf LinkedIn zu verbreiten. LinkedIn-Events für Company-Pages, der heutige Hack der Woche. Und in der vorösterlichen Ausgabe, ich erinnere nochmal dran, wenn drei unserer Zuseher die Sendung teilen, dann beiße ich am Ende hier rein, das ist ein sehr, sehr scharfer Jungknoblauch, wenn 10 Personen die Sendung teilen, dann esse ich diese ganze Knolle hier live vor der Kamera. Just saying, ich weiß auch nicht, warum mir das eingefallen ist, aber es ist Ostern, es ist Gründonnerstag. Kennt ihr diese Tradition? In Österreich sagt man, am Gründonnerstag soll man etwas Grünes essen. Deswegen habe ich mir nicht nur diesen Knoblauch besorgt heute Vormittag am Markt, sondern auch einen großen Sack voller Spinat, ein paar mehlige Kartoffeln und es gibt dann am Abend Blitwa, kroatische Beilage, Kartoffeln, Spinat oder Mangold und viel, viel Knoblauch. Yummy. Grün Donnerstags Feast im Hause Datenschmutz sozusagen. Ja, aber das ist ja keine Kochsendung oder zumindest nicht in erster Linie eine Kochsendung, sondern es geht um LinkedIn und da habe ich auch diese Woche wieder
eine recht interessante Frage hereinbekommen. Jedes Mal erwischt mir das Ding. Influencer. In Großbritannien oder überhaupt in mehreren eigentlich, in vielen Ländern, einer der Top-Berufswünsche von Teenagern. Sicherlich natürlich auch angesichts des Erfolgs oder der Popularität vieler Instagram- oder YouTube-Influencer, gerade in der jungen Zielgruppe. Und vor einigen Wochen, wenn ihr euch erinnert, da ist auch das erste Service angetreten, das sozusagen berechnet, wie viel der eigene LinkedIn-Account bzw. wie viel ein Posting am eigenen LinkedIn-Account wert ist. Und deswegen war ich auch gar nicht so überrascht, dass ich anonym folgende Frage bekommen habe. Wie viele Follower brauche ich, um von LinkedIn leben zu können? Lässt sich das mit YouTube oder Instagram in etwa vergleichen? Frage war anonym. Ich musste im ersten Moment durchaus mal grinsen, aber habe mir dann gedacht, das ist eigentlich ist das eine ganz gute Frage. Zum einen, LinkedIn ist natürlich keine B2C-Plattform, wo man diese klassischen Influencer-Kanäle aufbaut, wie man es von Instagram oder von YouTube her kennt. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Social-Media-Plattform mit sehr viel Reichweite. Und es gibt da durchaus, ich kenne einige Amerikaner, die auch bereit sind, für Geld zu posten. Das wird dann in den meisten Fällen nicht unbedingt als Werbung gekennzeichnet oder sagen wir so, nicht von allen als Werbung gekennzeichnet. Und der entscheidende Punkt ist, dass da dabei natürlich die Popularität des Accounts und auch die Zahl der Follower eine Rolle spielt. Ich sage aber mal, oder wenn wir hier in Deutschland die Celine Flores Wilkas, die auch als ihre Videobeiträge macht, in Fahrt einer Fernsehsendung, ist natürlich auch eine Art von Influencer-Channel, aber das ist natürlich nicht die primäre Art, wie der 99,99% ihrer Nutzer LinkedIn für ihr Business nutzen. Also hier im Livestream, wenn jemand von euch Sponsor der Sendung werden will, sehr, sehr gerne, da wäre noch Platz für einen Werbebanner. Aber das ist ja nicht der Punkt hier, sondern LinkedIn ist in der Regel eben Markenaufbau, Branding, Social Selling, unbegrenzte Rentabilität. Man bekommt nicht direkt Geld fürs Posten, sondern man nutzt dieses Tool eben. Und in diesem Kontext finde ich die Frage dann schon wieder interessant, weil, ja, man kann das natürlich nicht beantworten, jetzt im Idealfall, ich registriere mich auf LinkedIn, mein perfekter Kunde findet mich und engagiert mich als Berater, bezahlt mir 10.000 Euro für den Rest meines Lebens, dann reicht ein Follower, das ist auch nicht der Normalfall. Hat die Zahl der Follower eine Auswirkung auf das eigene Business? Das hängt sehr vom eigenen Geschäft ab, aber ich sage mal, für die Etablierung eines Personal Brands, egal ob ich dann in weiterer Folge für 5 Kunden arbeite oder für eine größere Zahl von Kunden, für die Etablierung eines Brands spielt natürlich die Anzahl der Follower sehr wohl eine Rolle. Je mehr Follower, je bekannter der Brand, desto interessanter auch die Geschäftsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben und die ich auch wieder lukrieren kann. Und insofern würde ich sagen, da gibt es schon einen Zusammenhang, aber eine Zahl kann man da unmöglich nennen. Ich denke, man kann auch auf LinkedIn 100.000 Follower haben und vielleicht keinen Cent direkt damit verdienen. Man könnte es versuchen und das darauf anlegen, aber ich glaube, für eine klassische Influencer-Karriere sind Plattformen wie Instagram, YouTube oder eben letztendlich auch Twitch besser geeignet. Wie seht ihr das, liebe Zuseher und Zuhörer? Tja, also, damit, wie gesagt, wenn es Fragen, Anmerkungen gibt, wie üblich, scheuen Sie sich nicht, Ladies and Gentlemen, einen Kommentar zu schreiben. Wenn Sie sich besonders frisky fühlen, beziehungsweise Ihren Talkshow-Host dazu zwingen möchten, in ein Stück Jungknoblauch zu beißen, dann teilen Sie den Stream. Wir hören uns jetzt mal den ersten Teil des Interviews mit Stefanie Benz an. Ja, und das wird mir Gelegenheit geben, einen Blick auf die Kommentare zu werfen. Also, viel Vergnügen mit Stefanie Teil 1. Liebe Stefanie, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Dein Leben dreht sich um Bücher und Autoren. Du bist die Gründerin von Texthungrig und du lebst in Mexico City. Ja, genau, das ist richtig. Wie ist es so weit gekommen?
Ah, ja, wie ist es so weit gekommen? Das ist eine gute Frage, Richie. Vielen Dank, dass ich auch bei dir zu Gast sein kann, erstmal. Sehr gerne. Ich habe lange Jahre als Managerin in einem internationalen Konzern gearbeitet. 2017 habe ich meinen Job dort geschmissen, aus Frustration, und habe Plätzchen gegründet. Ich habe vorher schon als Amazon KDP-Selbstverlegerin meine eigenen Sachen verlegt und bin so irgendwie reingekommen, dass ich mir da eben ein Standbein aufbauen kann. Und habe dann eben schöne Erfolge gehabt mit meinen Büchern und habe mir dann gedacht, naja, wenn ich jetzt eh schon fast 40 bin, ich möchte nicht mehr in die Konzernwelt zurückgehen, dann kann ich ja gleich mein eigenes Ding machen. Und habe auch gesehen, dass es im deutschsprachigen Raum sehr viele Menschen gibt, die Bücher veröffentlichen, und habe eben dann Textfabrik ins Leben gerufen und mich jetzt als Amazon-Expertin und Online-Marketing-Expertin für Bücher positioniert. Genau. Finde ich auch sehr spannend, wie bereits erwähnt. Du bist ja ein paar Kilometerchen entfernt vom Dachraum. Das heißt, deutschsprachige Autoren coachst und berätst du online weitgehend, denke ich mal, und bist damit eigentlich deiner Zeit voraus, weil wir ja momentan alle online arbeiten müssen, gezwungenermaßen. Aber wie sind so deine Erfahrungen? Funktioniert das gut über Videokonferenzen oder wie läuft das bei dir wenn du einen Autor berätst? Ja, ich glaube, ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Also am Anfang, ich muss schon sagen, vom Großraumbüro im ehemaligen Konzern jetzt in ein Homeoffice zu gehen, das war schon eine Umstellung. Aber wir haben auch damals, als ich in LATAM das Operations-Team betreut hatte, wir hatten externe Teams in Bogotá, in São Paulo, in der Dominikanischen Republik und Panama. Also das war ich schon gewöhnt. Und das ist eigentlich kein Unterschied. Also die Autoren sind ja auch gewöhnt, dass sie mit den Lektoren oder Bookcover-Designern Online-Gespräche führen, und ich glaube, auch viele Autoren sind ja auch zu Hause, machen die Schreibarbeit zu Hause, und dass wir uns da jetzt vermehrt online beraten oder Beratungen holen. Ich glaube, in meiner Branche ist das was, wo die Leute schon sehr dran gewöhnt sind, würde ich sagen. Und an welcher Stelle des Entstehungsprozesses kommst du da ins Spiel? Kommen da Leute zu dir, die sagen, ich überlege jetzt schon länger, ich möchte gerne ein Buch schreiben, oder haben die das schon geschrieben und sind jetzt dabei, sich zu überlegen, wie kann ich das vermarkten? Genau, sowohl als auch. Wobei seit dem letzten Jahr, wahrscheinlich auch, weil ich meine Positionierung anders ausgerichtet habe, es mehr Leute sind, die bei der Vermarktung Hilfe brauchen. Ich berate auch Leute, die ihre Sachbücher starten möchten. Da schauen wir uns mal im Vorfeld an, wie man überhaupt, ob das Buch überhaupt eine Chance hat. Also Ja, weil Marktanalyse auch, ja. genau. Und dann eben den inhaltlichen Aufbau und den Schreibstil oder die Schreibstimme. Ich habe da auch einmal pro Monat eine kostenlose Online-Challenge für Ratgeber und Sachbuchautoren. Die läuft eben für 10 Tage, wo sie sich anmelden können und eben erfahren können, welche Dinge und Voraussetzungen sie brauchen, um ein gutes Sachbuch zu produzieren. Weil es soll ja von Anfang an gut sein. Und dass das Buch auch so viel vorbereitet und aufbereitet wird, dass es halt vom Launch weg sich verkauft. Weil ich glaube, so die größte Challenge ist bei Buchautoren, dass sie leider zu spät mit dem Buchmarketing beginnen. Und zwar dann, wenn sich das Buch nicht verkauft. Es ist schon draußen und sie stellen fest, das funktioniert nicht, dass ich es einfach nur auf den Self-Publishing-Anbieter gebe oder wenn mir der Verlag vielleicht hilft, sondern ich muss noch mehr tun, damit meine Zielgruppe auf das Buch aufmerksam wird. Und gerade weil ja wir so viele Möglichkeiten im Online-Marketing haben, gibt es ja eine riesige Möglichkeit im Vergleich zu früher, dass man sein Buch heutzutage, wenn man kreativ ist und smart ist, auch gut an seine Wunschleser vermarktet und verkauft. Finde ich sehr spannend. Das scheint auch eine Parallele zu sein zu Kickstarter-Projekten. Da ist es ja auch ganz oft so, die erfolgreichen Betreuer von solchen Projekten sagen immer, du musst die Marketingarbeit oder einen großen Teil der Marketingarbeit muss gemacht sein an dem Tag, wo das Projekt online geht. Das beginnt eben nicht dann. Und lass mich auch noch nachfragen, weil das ist ja ein Riesentrend, überhaupt Self-Publishing. Wie hast du dein erstes Buch rausgebracht? War das Self-Publishing gleich oder bist du zuerst zu einem Verlag gegangen? Ich habe immer an Self-Publishing geglaubt. Also ich bin ja schon seit 2012 in den Americas, und ich bin eigentlich über die englischsprachigen Blogger und Amazon-Experten dazu gekommen. Und dann dachte ich, ja, das probiere ich mal aus. Leider habe ich alle Fehler gemacht, die man machen kann, und habe Learning by Doing meine Bücher verbessert. Also es gibt wirklich viele Sachen, die man beachten muss. Man muss eben ein qualitätsvolles Buch rausbringen. Also das heißt,
eben keine Fehler machen, inhaltlichen Mehrwert bringen. Man muss ein tolles Cover haben, damit man mehr der anderen Bücher heutzutage noch heraussticht, weil in den meisten Genres und in den meisten Sachthemen gibt es schon viele Bücher, die auch Bestseller sind. Und dann muss man eben sich ins Zeug hauen, damit man ja das Buch jetzt, damit man das Buch online sichtbar macht, ja. Und es funktioniert halt nicht nur über den Self-Publishing-Anbieter. Die Self-Publishing-Anbieter geben natürlich den Autoren ein Werkzeug in die Hand, wo sie ihre Bücher einstellen können und präsentieren können, aber das reicht heute weitaus nicht mehr, dass man sein Buch noch gut verkaufen kann. Und ich glaube, gerade weil ein Buch ja so ein spezielles Produkt ist, ja, das entsteht vielleicht über monatelange Arbeit, vielleicht auch jahrelange Arbeit und verkauft sich für einen kleinen Verkaufspreis, muss man sich wirklich gutes Marketing überlegen, damit das, diese Zeit, die man reingesteckt hat, auch irgendwie wieder zurückkommt. Jeder möchte natürlich Geld damit verdienen. Und damit man eben ja, Geld mit dem Buch verdient, muss man einfach sich mit diesen Dingen beschäftigen. Ja. Da sind wir schon mitten im Thema. Zum einen deine Challenge, die ich natürlich jedem nur empfehlen und ans Herz legen kann. Aber da gibt es noch mehr. Du bist gerade mitten in den Abschlussplanungen, Abschlussvorbereitungen für das Buchmarketing Weekend. Was ist das? Was erwartet da vorne? Genau. Das Buchmarketing Weekend ist eigentlich ein Herzensprojekt. Das wollte ich schon sehr lange machen, habe aber aufgrund mehrerer Projekte letztes Jahr keine Zeit gehabt. Aber es war schon sehr lange angedacht, weil ich eben in meinen Beratungen und bei den Live-Workshops sehr oft sehe, dass Buchautoren Buchmarketing nicht sehr mögen. Also sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Sie denken sich immer, es ist so schwierig oder wenn es um Websites geht, so technisch oder es bringt nichts oder sie wissen nicht, was sie da auf Social Media Plattformen tun sollen. Und so habe ich mir gedacht, warum biete ich nicht einen Online-Kongress an, wo eben der einfach Buchmarketing in den Vordergrund stellt. Es gibt im Buchbereich schon sehr viele Online-Kongresse, die aber den Schreibprozess in den Mittelpunkt stellen und ich wollte mich mit dem Buchmarketing-Weekend davon abheben. Und da geht es eben Ende April an 5 Tagen um das Thema Buchmarketing. Da sprechen über 20 Speaker zu 4 Themenbereichen und zwar zum Buchlaunch, zum Markenaufbau oder Branding, zu Webseiten und zu Social Media Marketing, was so diese Punkte sind, die eigentlich ja, für einen Buchautor sehr wichtig sind, damit er eben im Web oder online sichtbar wird. Und ich habe mir da echt tolle Speaker rausgesucht, die eben wirkliche Experten in ihren Bereichen sind und den Buchautoren da sehr viele Tipps geben können. Ich habe mir es leider aber angeschaut, das sind wirklich tolle Speaker, sogar so vollkommen unleistbare Typen dabei, wie dieser Datenschmutz in ihm an. Die Tickets werden wahnsinnig teuer sein für das Buchmarketing. Genau, da ist auch ein sehr toller LinkedIn-Berater dabei, genau. Nee, also das ist natürlich ein kostenloses Event. Die Teilnahme an den 5 Tagen ist kostenlos. Man kann den Zugriff auf die Video-Interviews für 24 Stunden haben und dann, wenn man keine Zeit hat oder vielleicht eben den Content nutzen möchte, kann man sich das Kongresspaket kaufen. Das wird vor dem Start des Kongresses am 23. April noch zu einem Vorteilspreis geben. Und während des Kongresses wird es ein bisschen höher sein, der Preis. Das heißt, die Zielgruppe sind aber sowohl Sachbuchautoren, die du in erster Linie betreust, aber auch genauso Fiction-Autoren, die was darüber erfahren müssen, möchten, wie sie ihr Buch selbst vermarkten können oder welche Hebel es überhaupt gibt, die man da verwenden kann dafür. Genau, die Inhalte sind sowohl für Sachbuchautoren und Romanautoren spannend, aber auch für Self-Publisher und Verlagsautoren, weil auch bei den Verlagsautoren passiert immer mehr eine Tendenz, die eigentlich ganz interessant ist. Die Autoren, die mit Verlagen arbeiten, haben den Eindruck, dass die Verlage nicht mehr so viel Marketing machen. Und ich habe auch sehr viele Kunden, die Verlagsautoren sind und die zu mir kommen und sagen, du Stefanie, kannst du mir mal helfen, noch mehr zu machen, weil der Verlag macht aus meiner Sicht zu wenig und ich würde gerne noch alleine mehr machen und vertragsrechtlich darf ich das auch machen. Also ich denke, da geht es halt bei vielen Verlagsautoren um Themen wie Branding, Marke, Websites. Viele haben ja bei den Verlagen die Websites, aber wollen dann noch eine eigene und natürlich Social Media Marketing, wo jeder, egal ob Self-Publisher oder auch Verlagsautor, wo man sehr viele Mitarbeiter hat. Ein sehr spannendes Thema und
Ja, ich persönlich freue mich sehr auf den Kongress, auf das Buchmarketing Weekend und werde mir die Vorträge auch recht genau ansehen und kann sicherlich auch viel mitnehmen. Wer auch gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hat, vor kurzem, vor einigen Wochen, ich hatte sie hier auch als Special Guest in der Show, ist Natalia Wichowski und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie viel auch Social Media oder wie viel eine aktive Social Media Community bei so einem Buchlaunch bewirken kann. Abgesehen mal davon, wie gesagt, von der Autorenmarke, vom Branding, das natürlich auch super, super wichtig ist. Es sieht ja so aus, als seid ihr noch einigermaßen gnädig zu mir. Hallo Jacqueline, hallo Elena, hallo Kai, Erlebnisbuchbinder. Eine sehr, sehr spannende Berufssparte. Ich muss bei Gelegenheit hier mal näher erzählen, was genau ein Erlebnisbuchbinder macht. Hallo Silvia. Roswitha hat die Show geteilt. Silvia nimmt noch Rücksicht auf Dr. Astrid, aber vielleicht muss ich ja gar nicht reinbeißen. Vielleicht muss ich ja gar nicht reinbeißen am Ende der Show. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Entweder hier live in den Kommentaren oder auch jederzeit gerne auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show. Und damit viel Vergnügen mit dem zweiten Teil des Interviews. Stefan und ich haben uns selbstverständlich auch über LinkedIn unterhalten, das sie ja auch intensiv nützt. Ich finde das Thema mega spannend. Einerseits bin ich selber betroffen, weil ich gerade ein Buch über Content Strategy schreibe und das auch im Self-Publishing rausbringen werde. Andererseits habe ich vor wenigen Wochen mit Natalia Wichowski gesprochen hier in der Sendung. Die hat vor kurzem ihr erstes Buch rausgebracht über Personal Branding. Ich habe es gelesen, es ist großartig, es ist Self-Publishing. Sie hat da auch eine Weile überlegt und sie hat auch eine Sache gesagt. Dass früher war das eigentlich so der Ruf, in Amerika weniger, glaube ich, aber ich sage mal hier in Europa, Self-Publishing, du findest wohl keinen Verlag, der das rausbringen will. Aber mittlerweile hast du den Eindruck, dass sich das generell etwas ändert? Jein, würde ich drauf sagen. Also ich glaube, viele Menschen versuchen beide Modelle. Ich kenne sehr viele Autoren, die sowohl Bücher als Self-Publisher haben und einige Bücher unter Verlagsvertrag. Ja? Und ich glaube auch so, das hat sich ein bisschen verändert, dass die Verlage sich auch immer mehr die Self-Publisher-Bücher ansehen und mal schauen, ob sie da für ihre Themenbereiche oder für ihre Genres auch interessante Autoren finden. Also es gibt so beides und ich glaube, vielleicht sollte man auch, wenn man Autor ist und mehr als ein Buch plant, sich vielleicht beide Wege mal anschauen, ja, weil es kann beides ganz interessant sein. Also als Self-Publisher muss man halt sehr viel eigene Power haben und auch Marketing, glaube ich, wollen. Und als Verlagsautor kann man sich natürlich etwas zurücklehnen und dann sagen, okay, der Verlag macht mir zumindest einen Großteil des Marketings und ich muss da nicht zu viel Vollgas geben. Ja, das sind vielleicht die größten Unterschiede, würde ich sagen. Dein Einstieg in die Literaturbranche waren ja deine eigenen Bücher. Ist das mittlerweile ein bisschen so wie bei einigen meiner Kochfreunde, die sagen, wenn ich heimkomme, dann bestelle ich mal lieber was oder schreibst du selbst auch noch? Ich plane gerade mit einer Romanautorin, Olga Krug, die schreibt in verschiedenen Genres. Wir planen ein Projekt, das ich noch nicht verraten kann, aber das wird das neue Projekt für dieses Jahr sein und eine Buchform erscheinen. Genau. Also ich bin weiterhin noch schreibend tätig. Ich habe auch einen Blog. Also ich produziere eigentlich, denke ich, auch sehr viel Content für die Autoren und ich möchte eben da so, ich orientiere mich sehr am amerikanischen Raum, weil ich da eben mehr diesen Unternehmer-Mindset sehe als in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland sind wir gerade auf dem Weg dorthin, ja. Wenn wir eben Vollblutautoren sind oder vielleicht einen Hauptjob haben und dann als Autor in der Nebentätigkeit sind, dass wir trotzdem so einen Unternehmer-Mindset entwickeln und halt über uns selbst als Autoren, als ja, Unternehmen denken. Ja? Dass ich eben mir viele Fähigkeiten aneignen muss und auch mich mit vielen neuen Dingen beschäftigen muss, damit ich eben dieses Projekt Autor zum Erfolg mache. Und im amerikanischen Raum sieht man das eben auch bei den Selbstverleger-Gurus, ja, welche Themen die bringen und ja, wie die Follower darauf reagieren. Und ja, bei uns ist es eher ein bisschen anders. Und das möchte ich eben auch mit meinem Blog erreichen, dass ich so dieses Nachdenken über sich selbst als Mini-Unternehmer rausbringe und eben
den Leuten auch sage, es macht Spaß, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und Buchmarketing ist keine Qual, sondern es macht Spaß. Und ein ganz wichtiger Glaubenssatz, der sich so in der Buchbranche hält, ist, Bestseller sind Zufälle. Und genau dem möchte ich mit allem, wofür ich stehe, eigentlich entgegenwirken, weil ein Buch ist ein Produkt und je mehr man für dieses Produkt tut, desto eher ist gegeben, dass es ein Bestseller wird. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass Bestseller Zufälle sind, weil dann denke ich, sollte man überhaupt kein Buch schreiben, weil dann bleibt es ja, dem Zufall überlassen, ob das Buch jetzt Erfolg hat oder nicht. Also es gibt schon bestimmte Dinge, die man dafür tun kann, dass ein Buch online als Produkt von den Lesern auch gesehen und gefunden und gekauft wird natürlich. Der Autor als Unternehmer eigentlich das krasse Gegenteil, eine Entwicklung, die in vielen anderen Branchen auch der Fall ist, aber das krasse Gegenteil zu diesem, ich weiß nicht, da ist die Stephen King, glaube ich, schuld, dass ich das Bild von einem Nerd-Autor habe, der irgendwo hinfährt ein paar Monate und dann entweder durchdreht mit seiner Familie oder von einer sadistischen Krankenschwester gequält wird, aber der halt nur an der Schreibmaschine sitzt und schreibt sozusagen. Das ist es nicht mehr, aber das ist sicherlich ein Trend, den man in sehr vielen Bereichen sieht. Spannend, dass das bei Autoren auch dann sozusagen ein weiteres oder ein erweitertes Skillset gefragt ist in dieser Hinsicht. Gutes Stichwort, weil du auch Social Media erwähnt hast. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Du hast selber auch ein Profil. Seit wann verwendest du die Plattform? Ist es in Mexiko oder im amerikanischen Raum, schon im amerikanischen Raum weiß ich, ist es in Mexiko gängig? Das ist eine interessante Frage, Richie. Ich habe eigentlich mein LinkedIn-Profil gehabt, weil ich ja früher für einen internationalen Konzern gearbeitet habe. Und ich habe es eigentlich als Start genutzt, weil ich, als ich 2017 bei meiner ehemaligen Firma gekündigt habe, wollte ich halt weiterhin in internationalen Konzernen arbeiten. Das war so Plan A, ja. Und dann habe ich mich eben mit LinkedIn beschäftigt, habe auch gesehen, dass es eben ja internationaler ausgerichtet war als zum Beispiel Xing und auch userfreundlicher für mich von der Handhabung. Finde ich auch. Mein Plan aber geändert, weil ich mir eben dachte, naja, jetzt bin ich fast 40, ich kann ja auch mein eigenes Ding machen, wenn ich jetzt schon als Amazon KDP-Selbstverlegerin gute Erfolge habe, kann ich doch auch anderen Leuten zeigen, wie das funktioniert. Und dann hat das eigentlich, glaube ich, im letzten Jahr so stattgefunden, dass ich ja mehr meiner Inhalte auf LinkedIn bringe und auch irgendwie die Plattform nutze, um mir ein Netzwerk dort aufzubauen. Und ich finde es ja ganz spannend, dass sich auch so, glaube ich, der Blickwinkel ein bisschen geändert hat. Ja, weil ich dachte immer früher, dass das so eine seriöse Plattform ist, wo man halt nur mit Recruitern ins Gespräch kommt. Aber mittlerweile sehe ich, dass das gar nicht so ist, dass es eben eine wirklich tolle Plattform ist, damit man eben gut netzwerken kann. Ja, und es gibt ja auch Humor im Business, ist ja auch eine tolle Sache, wenn man das Ganze innerhalb der Grenzen von Good Conduct sozusagen, ich finde auch immer, da gibt es viele Missverständnisse oder letztendlich versteht wahrscheinlich auch jeder, und was Business und formell ist, was ganz anderes. Für mich ist LinkedIn sehr spannend, weil es am nähesten ist an der normalen Business-Kommunikation, so wie ich es eigentlich erlebe. Das mag ich irgendwie dran. Ja, ich habe die Plattform mittlerweile sehr lieb gewonnen. Also ich war auch selbst überrascht, dass das irgendwie jetzt ja sich geändert hat, weil ich dachte halt am Anfang wirklich, man muss einen gescheiten Beruf haben. Ja. Oh nein, dann schau mir an. Aufdecken kann. Aber mittlerweile bekomme ich mit, dass das sehr viele Selbstständige, Solopreneure, Unternehmer drauf sind, die halt durch diesen Begriff Social Selling auf sich aufmerksam machen. Ja, es gibt ja auch diesen großen Unterschied zwischen Werbung verkaufen und Hammerschlagmethode verkaufen. Und ich glaube, gerade LinkedIn ist halt so eine spannende Plattform, weil das Hammerschlagverkaufen da genauso wie auf anderen Plattformen, aber vielleicht mehr auf LinkedIn noch weniger funktioniert, sondern eher, dass man halt interessanten Content erstellt und mit seinem Netzwerk ins Gespräch kommt. Ja, und vielleicht auch über Infotainment, was ich eben am Anfang nicht so dachte, dass man da nur super seriöse Inhalte rausbringen muss, aber es gibt sehr viele Beiträge, die so Infotainment-mäßig aufgebaut sind. Ja, und da tun wir uns auch sicher leichter, teilweise als kleine, wendige Kanus gegenüber den großen Corporate-Dankern, was auch oft um katastrophale Freigabeprozesse gibt allein, die eigentlich dem, wie Social Media funktionieren kann, recht diametral im Weg stehen.
sehr, sehr spannender Werdegang. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Buchmarketing-Weekend. Ich bin sehr neugierig, was die anderen Speaker sagen werden, werden wir das alles anhören. Liebe Stefanie, niemand darf hier raus aus dieser Sendung ohne die berüchtigte Abschlussfrage. Erzähl uns doch bitte irgendwas über dich, das zumindest der Großteil deiner Online-Kontakte wahrscheinlich nicht über dich weiß. Was könnte das sein? Ich denke, vielleicht wissen viele Leute nicht, dass ich die meiste Zeit meines Lebens im Ausland verbracht habe und nicht in Österreich. Ja, also wir kommen aus einer sehr großen Familie. Wir sind 5 Geschwister. Meine Eltern waren damals Studenten. Wir sind immer nur, also wenn für die österreichischen Zuhörer oder Zuseher ist das jetzt relevanter, wir sind immer nur zum Campingurlaub zum Neusiedlersee gefahren. Das ist so der größte See in Österreich. Der größte Städtensee Europas. Und mich hat es immer in die Ferne getrieben. Und ich bin zum Beispiel mit 18 nach Paris gegangen. Dann war ich 4 Jahre in Irland. Dann war ich in Peru. Und dann war ich eben seit 2012 in Mexiko. Und ja, das ist mittlerweile mein Lebensmittelpunkt. Und ich fühle mich damit sehr wohl. Ich weiß nicht ganz, ob man, also es gibt ja diesen Begriff digitale Nomadin, ja. Ich weiß nicht ganz, ob man mich so bezeichnen könnte. Ich bin ungefähr 6 Monate des Jahres in Mexiko und die anderen 6 Monate verbringe ich in Nordamerika, weil ich ein absoluter Fan von diesem Erdteil bin. Meine Arbeit ist online, also ich kann ortsunabhängig arbeiten. Und vielleicht wissen das meine Follower nicht. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie irgendwo erwähnt. Sie wissen, dass ich eine Konzernkarriere hatte, aber ja, das vielleicht nicht, genau. Spannend. Dankeschön, danke für das Interview und wir sehen uns am Buchmarketing-Weekend. Ja, ich freue mich schon drauf. Bis bald. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Buchmarketing bzw. die Nutzung von Social Media für die Vermarktung von Büchern und Mexico City ganz, ganz weit oben auf der Liste meiner Reiseziele. Also, in diesem Sinne, Buchmarketing-Weekend, ich habe die Links bei den Shownotes mittlerweile gepostet. Einfach anmelden, schaut euch das Programm an, was euch anspricht, was euch interessiert. Ich denke, das ist wirklich geballte Fachkompetenz und ja, eine super, super tolle Fortbildungsmöglichkeit für Autorinnen und Autoren. Hallo Bärbel, hallo Christian, hallo Sonja. Sonja, du fragst, ob ich im Bereich Social Media nur mit LinkedIn arbeite. Ich würde sagen, mittlerweile arbeiten ja eigentlich 98%. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich den Rest eigentlich ziemlich durch habe. Ich hatte lange einen der größten deutschsprachigen Twitter-Accounts, ziemlich am Anfang, einen großen englischsprachigen Twitter-Account. Ich hatte ganz zu Beginn einen Instagram-Account mit ein paar 10.000 Followern. Und ja, wie soll ich sagen, begonnen habe ich mit Social Media eigentlich in erster Linie, um meinen Blog, um Datenschmutznet zu promoten. Das hat ab zu Beginn auf Twitter sehr gut funktioniert, das hat auch auf Facebook sehr gut funktioniert, ein bisschen auch auf Pinterest. Und ich war es eigentlich gewohnt, diese Kanäle alle relativ parallel zu bespielen. So in der Anfangszeit, als man noch Hootsuite und ähnliche Tools genutzt hat und dieselbe Status-Updates über mehrere Kanäle rausgepusht. Und das hat sich dann natürlich auch immer mehr differenziert. Und für mich ist es so, meiner Ansicht nach, um einen Kanal wirklich gut und adäquat zu bespielen, das ist schon ganz schön viel Zeitaufwand. Also einen ordentlichen Instagram-Channel zu machen oder auch Twitter intensiv zu nutzen, das wäre sehr viel Zeitaufwand und die Zeit ist für mich, das habe ich einfach gemerkt, in LinkedIn wesentlich besser investiert. Das passt zu meinem Business und ich habe persönlich auch viel mehr Spaß dran. Ich meine, klar, schaut man mal gerne auf Instagram ein paar schöne Food- oder Urlaubsbilder oder so an, aber auf Dauer sind die Inhalte, diese Business-Inhalte, die Diskussionen auf LinkedIn, die schätze ich persönlich sehr und vom Output her ist es einfach meiner Ansicht nach das beste Personal Branding Tool. Also ich habe die anderen Accounts schon noch, ich verwende die Netzwerke ein bisschen nebenher, aber sehr wenig. Ich glaube, Instagram schaffe ich gerade mal so ein Posting im Monat, also alles andere als ernsthaft so gesehen. Ja, und damit für die später Zugeschalteten, ich habe großspurig angekündigt, dass ich am Ende dieser Sendung da reinbeiße in diesen Jungknoblauch oder die ganze Knolle esse, falls 3 von euch diesen Beitrag teilen. Heute ist ja Gründonnerstag und ja, bis jetzt schaut es noch ganz gut aus, aber schauen wir mal. Roswitha hat bereits geteilt, wir sind ja fast am Ende der Sendung, aber wie unsere Stammzuseher wissen, keine LinkedIn-Show endet,
ohne die Status-Updates der Woche. Aber vor den Status-Updates der Woche besser nochmal das Studio desinfizieren. Erledigt unsere Haustache. Zuverlässig und mit mindestens 1900 Grad. Alles nachzulesen in der Games of Thrones Encyclopedia. Der Knoblauch riecht wirklich, wirklich intensiv. Also, Status-Updates der Woche. Let's go. Was hat sich diese Woche getan auf unserer Lieblingsplattform? Eine sehr, sehr tolle Aktion, finde ich persönlich, von LinkedIn. Ich bin bei Ilkay und dann bei Thomann drauf gestoßen. Und zwar geht es darum, dass Stellen für sämtliche medizinischen Einrichtungen, also Stellenausschreibungen, auf LinkedIn aktuell aufgrund der Corona-Krise gratis getätigt werden können. Stellenanzeigen kosten ja normalerweise je nach Laufzeit, je nach Reichweite. Und Ilkay hat da in seinem Posting, die Links folgen dann auch gleich wieder, eine kurze Zusammenfassung. Und es gibt da auch einen weiterführenden Link dazu. Und da ist dann eben beschrieben, wenn man eine solche Anzeige aufgibt, da fällt eben drunter Hospital and Healthcare, Medical Devices, Medical Practice, also alles aus dem Großbereich Medizin, dann wählt man das eben entsprechend aus. Und wenn es sich um einen dieser Bereiche handelt, dann kann diese Anzeige eben aktuell kostenlos geschalten werden. Damit möchte LinkedIn eben auch beitragen dazu, dass medizinische Einrichtungen leichter und einfacher zu Personal kommen, beziehungsweise die Plattform eben auch dafür nutzen können. So, und was haben wir noch? Verkaufspsychologe Matthias Niggehoff hat einen kurzen und knackigen Artikel darüber geschrieben. Ich finde allein diese Grafik hier, Pay with Visa, Pay with Paper, Pay with Toilet Paper, schon ziemlich ganz genial. Und in dem Artikel geht es eben um das Thema Verkaufen in der Krise. Sicherlich ein schwieriges Thema, weil ja gerade in diesen Krisenzeiten denkt man sich zumindest mal, Kunden sehr zurückhaltend sind, vielleicht auch überhaupt mit Verkaufsentscheidungen, mit Investitionen. Und Matthias beschreibt da sehr, sehr gut, meiner Ansicht nach, worauf es ankommt, worauf man achten sollte. Selbes Thema, selber Psychologe, zu Gast bei Christopher Funk im Vertriebsfunk. Also wer das Ganze gerne auditiv im Gespräch aufbereitet hat, Matthias spricht da von einer Problemtrance, eben diese momentane Verunsicherung, und genau diese Problemtrance kann den Verkauf torpedieren. Und was man da machen kann oder worauf man achten soll, könnt ihr auch hier im Podcast nachhören. Die Links dazu folgen dann im Anschluss an die Show gleich in Kürze bei den Shownotes. Ich habe vorhin mit Stefanie Benz über ihr Buchmarketing Weekend gesprochen, bei dem ich auch einen Vortrag halte. Es gibt eine zweite, ebenfalls sehr spannende Konferenz im April, organisiert von Sandra Staub, und zwar nennt sich die Social Media für den Mittelstand. Natürlich auch eine Online-Konferenz von 17. bis 21. April. Auch hier die Teilnahme kostenlos möglich. Es gibt auch kostenpflichtige Tickets, wenn ihr die Vorträge später abrufen wollt, aber kostenloser Zugriff für 24 Stunden erfordert bloß eine Registrierung. 20 Experten am Start, und ich habe mir das Line-Up angeschaut, da sind sehr, sehr tolle Kollegen dabei. Felix Beilharz, Daniel Friesenecker, E-Commerce-Experte aus Österreich, um nur zwei zu nennen. Also ja, Friederike González-Schmitz, auch eine sehr, sehr tolle Veranstaltung. Also wie gesagt, an spannenden Online-Konferenzen mangelt es derzeit wahrlich nicht. Ich denke, man kann sich da auch aus vielen Veranstaltungen jeweils die Rosinen rauspicken oder eben vielleicht auch eine gute Gelegenheit nutzen, um mal an den Bereichen, wo man vielleicht bisher nicht so gut aufgestellt ist, weil man die eben vernachlässigt hat, ganz gezielt an den Bereichen zu arbeiten. Ist ja auf Konferenzen auch in der Regel so, dass man seine Vortragshighlights hat, aber wenn man irgendwo hinfährt, dann ja, verbringt man halt den Tag auf der Konferenz. Bei Online-Veranstaltungen ist Konferenzhopping natürlich noch viel einfacher möglich, auch ein Vorteil von virtuellen Veranstaltungen. Ja, Roswitha Kuhn, die auch zusieht hier bei uns, die hat ein großartiges Video gepostet. Ich muss hier mal den Desktop-Ton aufdrehen. Und zwar sind das die
2 am Morgen, heißen die wohl. Ein, nehme ich mal an, bekanntes Schweizer Radio, SRF-Moderatoren-Duo. Und die haben dieses schöne Lied hier aufgenommen. Es muss jetzt für einen Moment vielleicht etwas anderes tun, als Party zu machen. Die Situation ist ernst und es ist jetzt der letzte Moment, wo man das wirklich verstehen sollte. Großartig. Geht 3,5 Minuten weiter, ist ein totaler Ohrwurm. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt vorher gesehen habt am Beginn. Der gesamte Sound, den man hier hört, der besteht nur aus gesampelten Wassertropfen, aus Geräuschen von Wasser in einem Wasserbecken. Beeindruckend, oder? Sehr, sehr cooles Video. Wir haben in Österreich ja auch einen äußerst talentierten Remixer, den Kurt Rasselli, quasi die Austro- oder die Wiener Version von Kurt Russell. Auch er hat einen schönen Song aufgenommen, der nennt sich Testen, Testen, Testen. Viele Menschen rufen mich an oder kontaktieren mich. Sie wollen wissen, wie das alles weitergeht. Wie lange wir das alles ertragen müssen. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich bemühe mich, diese Frage möglichst ehrlich zu beantworten. Ich bitte Sie, testen, testen, testen. Testen, testen, testen. Testen, testen, testen. Testen, testen, testen. Testen, 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 hören wir oft dieser Tage ein klassischer Hip-Hop-Balladensound, also auch die musikalische Artefakte, die uns an diese Zeit erinnern werden. Und, ja, apropos erinnern, an dieser Stelle auch mal der Hinweis auf die OMÖ. Viele von euch, die hier zusehen, sind ja fast alle in der einen oder anderen Art und Weise im Online-Marketing-Bereich tätig und die OMÖ-Gruppe hat jetzt über 1500 Mitglieder, Online-Marketing Österreich, Deutschland, Schweiz, die mittlerweile größte LinkedIn-Gruppe in deutscher Sprache zu Online-Marketing-Themen. Jobangebote gern gesehen, ja, Fragen, Fachartikel, Werbung wird gnadenlos entfernt, aber ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Link folgt ebenfalls in Kürze und bevor wir zum Ende kommen, zum knoblauchigen Ende, noch ein kurzer Verweis auf unsere Impress Challenge. Wir haben verlängert bis zum 20. April. Es gibt zwar schon eine ganze Menge von Videos, aber einige von euch brauchen doch ein paar Tage, um das Video fertigzustellen. Das heißt, wir haben jetzt mal die ersten Feedbacks gegeben, aber wer da noch mitmachen möchte auf impressspeakers.net und sich von 6 Experten Feedback drüber geben lassen möchte, wie er stimmlich, bildlich von seinem Online-Setup her rüberkommt und wirkt, wie der erste Eindruck ist, dann registriert euch. Teilnahme ist gratis. Und damit bleibt mir nur mehr zu sagen, morgen am 10. April oder wie Katholiken sagen, am Karfreitag feiert der Linked Friday seine 40. Auferstehung. Ja, dann kommt das später, dann kommt das nach Ostern. Wie auch immer wird der Linked Friday zum 40. Mal ans Kreuz genagelt oder so. Auf jeden Fall 1 bis 3 Personen aus eurem Netzwerk empfehlen, Posting mit Linked Friday, taggen, markieren, was auch immer für Themen euch interessieren und dann natürlich beim Hashtag-Feed bei Linked Friday reinsehen. Da findet man dann nämlich jede Woche eine Menge ganz, ganz toller Empfehlungen. Und damit bleibt mir nur mehr das ganze Ding nicht essen, euch einen wunderschönen grünen Donnerstag zu wünschen, einen fleischlosen Karfreitag für die fastende Bevölkerung und ein wunderschönes Osterwochenende in sozialer Isolation, aber hoffentlich mit ein wenig Sonnenzeit im Freien. Wir sehen uns dann wieder nächsten Donnerstag mit Christopher Becht, dem ersten Teil unseres sehr ausführlichen Gesprächs über Social Media Marketing. Christopher ist bei Würth Elektronik zuständig für Digital Communications und was er dazu erzählen hat, ist wirklich ausgesprochen spannend. Also nächsten Donnerstag, 16 Uhr, same time, same station. Mhm. Oh.
Seid froh, dass es kein LinkedIn-Geruchsstreaming gibt. Frohe Ostern.